Sie herzlich begrüßen hier im Saal und auch an den Bildschirmen, die Sie im Livestream oder später im Archiv verfolgen. Mein besonderer Gruß gilt unserem Gast des Abends, Frau Dr. Franzen, neue Direktorin des Senckenberg-Museums, und Frau Wittstock, die dankenswerterweise für uns die Kulturlounge immer moderiert. Ich begrüße Sie, das wissen Sie, auch wenn hier Evangelische Akademie steht, im Namen des Kuratoriums Kulturelles Frankfurt. Unsere Vorsitzende, Frau von Wrangel, ist verreist, deswegen übernehme ich das als Beiratsvorsitzende. Mein Name ist Andrea C. Hansert, dem Stammpublikum bislang bekannt als Andreas Hansert. Die Zeiten haben sich geändert. Heute haben wir Senckenberg zum Thema, aber die Museen in Frankfurt interessieren uns generell. Wir hatten gerade vor etwa 6 Wochen hier an dieser Stelle eine interessante Veranstaltung über das Museum Weltkulturen. Da kam en passant auch Ihr Museum vor, Senckenberg Museum, im Zusammenhang mit Rückgaben. Vielleicht wollen Sie dazu später auch etwas sagen. Und wir werden Anfang Oktober uns auch in einem Vortrag mit dem Romantikmuseum beschäftigen. Heute aber Senckenberg, wir tun das nicht zum ersten Mal. Vor 6 Jahren hatten wir schon mal eine Veranstaltung zu Senckenberg, und zwar mit Professor Moosbrugger, damals noch Generaldirektor des Senckenbergs, also das heißt in der Hierarchie noch mal eine Stufe über Ihnen. Er war damals in dieser Funktion hier, war noch nicht abzusehen, dass er auch Präsident der Polytechnischen Gesellschaft werden würde, zumindest ist es mir nicht bekannt. Er hat damals referiert mehr über die Ausbaupläne des Senckenberg-Forschungsinstituts. Das ist oftmals dem Publikum gar nicht so bekannt, dass hinter dem Museum eine große, bedeutende, international vernetzte Forschungsinstitution steht, die jetzt mittlerweile praktisch den gesamten Campus Süd in Bockenheim belegt. Ich hatte mal Gelegenheit, da hinter die Kulissen zu gucken. Ich will das mal kurz schildern, was sich da tut. Ich selbst bin Historikerin und bin viel drüben im Institut für Stadtgeschichte. Da haben wir viel Papier, Regalmeter und ganze Ebenen voll mit Akten, Hunderttausende, Millionen. Wenn man das auf die einzelnen Papiere umlegt, sind es bestimmt Hunderte von Millionen. Und etwas Ähnliches habe ich bei Ihnen gesehen. Ganze Flure voll mit Schubkästen, voller kleiner Steine, die für die Forschung offenbar höchst bedeutend sind und aus denen Sie, so wie wir Historiker aus den Papieren, bedeutende Schlüsse ziehen. Und welche Schlüsse Sie so ziehen, damit wir Laien das auch verstehen, das ist, glaube ich, Frau Franzen, Ihre Aufgabe. Sie brechen die Forschungen, die Sie im Senckenberg und international betreiben, so runter, dass wir Laien, so verstehe ich es jedenfalls auch, das haben. Sie werden es vielleicht auch noch ein bisschen anders darstellen. Jedenfalls werden Sie uns heute Abend vorstellen, was Sie jetzt aus diesen aktuellen Forschungen dem Publikum präsentieren wollen und wie Sie das Museum, was ja dann letzten Endes nur eine Abteilung des riesigen Komplexes Senckenberg hier in Frankfurt ist, eben vorhaben. Dafür schon mal von vornherein vielen Dank. Ich darf vielleicht einen kurzen technischen Hinweis geben. Sie haben nachher die Möglichkeit, Fragen zu stellen, wenn Sie das hier im Saal tun. Es wird nachher ein Saalmikrofon rumgereicht und denken Sie daran, in das Mikrofon deutlich zu sprechen, weil die Personen im Livestream sonst Ihre Fragen nicht verstehen. Und die Teilnehmer, Teilnehmende im Livestream haben die Möglichkeit, wie immer im YouTube-Chat oder eine E-Mail an kkf@kulturellesfrankfurt.de in einem Wort zu schreiben und so teilzunehmen. Jetzt darf ich Ihnen allen einen angenehmen und anregenden Abend wünschen und übergebe das Wort an Frau Wittstock. Vielen Dank. Ja, jetzt muss ich das nochmal machen. Vielen Dank, Frau Dr. Hansert. Herzlich willkommen dem Publikum hier im Saal und natürlich alle, die sich live eingeschaltet haben. Und ich begrüße ganz besonders Frau Dr. Brigitte Franzen, die neue Direktorin des Senckenberg-Museums. Wir kommen nicht ganz drum herum, ein bisschen
erstmal Biografie vorzutragen. Ich habe aber viel gekürzt. Also, Brigitte Franzen ist in Freiburg geboren, aber in Frankfurt aufgewachsen und mit dem Senckenberg-Museum als einer ihrer Spielplätze. Aber dazu gibt es später noch ein bisschen mehr. Nach dem Abitur studierte sie Kunstgeschichte, europäische Ethnologie, Germanistik und Soziologie in Karlsruhe, Wien und Marburg. Der Titel ihrer Doktorarbeit lautet »Die vierte Natur – Gärten in der zeitgenössischen Kunst«. Sie übernahm verschiedene Lehrtätigkeiten in München, Köln und Bochum. Seit 1990 hat sie sich dem Ausstellungsmachen gewidmet, unter anderem im Museum für moderne Kunst hier in Frankfurt, im Badischen Landesmuseum Karlsruhe sowie im Forum Stadtpark in Graz. Von 2005 bis 2008 war sie dann Kuratorin im Westfälischen Landesmuseum in Münster und gründete dort das Skulpturprojektearchiv. In diesem Zusammenhang kuratierte sie dort gemeinsam mit Kaspar König und Carina Plath 2007 die vierte Ausgabe der Skulpturprojekte Münster, die, wie Sie wahrscheinlich wissen, nur alle 10 Jahre stattfindet. Ab 2009 bis 2015 übernimmt sie die Leitung des Ludwig-Forums für internationale Kunst in Aachen. Dort dann von 2005 an war sie geschäftsführende Vorständin der Peter und Irene Ludwig Stiftung, die unter anderem mit insgesamt 28 Partnermuseen weltweit zusammenarbeitet. Ihre Abschlussarbeit dort ist die Konzeption der Ausstellung »The Cool and the Cold«, in der erstmals amerikanische und russische Kunst von 1960 bis 1990 gegenübergestellt werden. Diese Ausstellung wird im Berliner Goropius-Bau vom 24. September diesen Jahres bis 9. Januar 2022 zu sehen sein. Das klingt zwar jetzt alles ein bisschen steril und fleischlos, aber wenn ich noch alle Künstler aufzähle, die Brigitte Franzen ausgestellt hat und auf ihre Publikationsliste eingehe, dann wäre die Gesprächszeit wahrscheinlich schon größtenteils aufgebraucht, bevor es überhaupt ein Gespräch gegeben hat. Vielleicht mag sie nachher selbst noch von der einen oder anderen besonders beeindruckenden Begegnung erzählen. So, jetzt noch mal ganz kurz auf diesen Hintergrund mit dem Spielplatz. Auch das werden viele von Ihnen schon wissen, weil es stand in jeder Zeitung. Der Vater von Brigitte Franzen war Paläoanthropologe hier am Senckenbergischen Forschungsinstitut. Und vor allem war er der Retter und Bewahrer der Grube Messel. Heute UNESCO-Weltnaturerbe. Diese Verbindung wird immer schnell hergestellt und ist ja auch wirklich spannend. Möchten Sie ein bisschen dazu erzählen, wie das als junges Mädchen im Museum war oder auch als großes Kind und vielleicht ein bisschen über den Kampf der Grube Messel? Ja, sehr gerne, Frau Wittstock. Herzlichen Dank erstmal für die Einladung hierher heute Abend. Ja, wie war das? Also das Senckenberg-Museum war für mich einfach wirklich ein Ort, wo ich ein- und ausgehen konnte. Und mein Vater hat mich da sehr selbstverständlich einfach auch immer mit hingenommen zu unterschiedlichen Ereignissen. Ich habe zum Beispiel die erste Messelausstellung damals da erlebt mit Holger Börner als einer der Redner, der ja gar nicht so sehr für die Rettung der Grube zunächst war, aber sozusagen nicht umhin konnte, dann dort doch auch Honneurs zu machen. Das sind Eindrücke, die ich mitgenommen habe als junges Mädchen, die mich aber doch nachhaltig auch beeinflusst haben und auch beeindruckt haben. Auch deswegen, weil das Senckenberg-Naturmuseum wirklich auch gestalterisch so ein besonderer Ort war. Das waren ja damals die Zeiten noch von Wilhelm Schäfer, einem Museumsdirektor, der sehr dezidiert überlegt hat, wie man Museumsarbeit gestalterisch auch einfach umsetzt, wie ein Naturmuseum mit neuester Gestaltung auftreten kann.
Er hatte selber auch eine künstlerische Vorbildung neben seinem Naturwissenschaftler-Dasein und hat zum Beispiel dafür gesorgt, dass Senckenberg eine eigene Architekturabteilung hatte und eine eigene Grafikabteilung, was zu der Zeit überhaupt nicht üblich war, in keinem Museum eigentlich weltweit. Teile davon sieht man heute noch, wenn man ganz genau in den Ausstellungen schaut. Und diese Gestaltungen, die damals entstanden sind, waren sehr, sehr augenfällig und sehr, sehr besonders. An die erinnere ich mich zum Beispiel. Und wenn ich da heute durchlaufe, dann sind das natürlich besondere Momente, sozusagen Déjà-vus zu haben mit so einem Abstand von mehr als 40 Jahren. Das ist schon ziemlich verrückt und eigenartig irgendwie auch. Aber eben auch wirklich ganz besonders. Es ist auch praktisch gesehen natürlich ein gewisser Vorteil, den ich mitbringe, weil kaum jemand im Haus diesen Blick einfach hat. Und es schafft natürlich auch Vertrauen. Ich kenne die Institution einfach gut und kenne viele der Akteure, die dort aktiv waren. Und das schafft einfach auch in das Team hinein natürlich ein gewisses Vertrauen. Und das ist ein sehr guter Ausgangspunkt für meine jetzige Arbeit. Und der Kampf um Messel, wenn man das so nennen möchte, hat natürlich unser gesamtes Familienleben geprägt in den 70er Jahren und auch noch später. Das war ja zunächst sehr aktivistisch, also wirklich auch mit Aufklebern, die produziert wurden. Grube Messel, Mülldepot, Bindestrich nie und Ausrufezeichen dahinter und solchen Dingen. Und das war schon bei uns einfach Thema, vom morgens bis abends sozusagen. Was aber auch sehr spannend war, nicht nur wegen der aktivistischen Aspekte, sondern natürlich auch, weil einfach ja von Anfang an das Ziel war, möglichst viele Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler weltweit einzubeziehen in diesen Streit oder wie auch immer. Und deren Solidarität natürlich auch zu erreichen. Und das hat sicherlich auch dazu geführt, dass das nachher zu so einem breiten Interesse einfach auch gekommen ist und auch zu so einer Aufmerksamkeit natürlich gekommen ist. Und die Kolleginnen und Kollegen gingen bei uns auch ein und aus. Und auch das war natürlich für mich sehr, sehr spannend, mit Leuten aus der ganzen Welt da in Kontakt zu kommen. Naja, und die wissenschaftliche Bedeutung der Funde, die man da bis heute hat, rechtfertigen das ja alle Male und ehren natürlich noch mal mehr das Engagement. Dennoch komme ich nicht ganz umhin, festzustellen, dass natürlich diese Arbeit Ihres Vaters jetzt gerade mit Ihrer neuen Tätigkeit immer in allen Publikationen in Verbindung gebracht wird. Und zu Ihrer Mutter steht dann immer, sie war Lehrerin. Mehr erfährt man nicht. Mögen Sie ein kleines bisschen sagen, ich nehme an, sie war auch an dieser Unterstützung zum Beispiel zum Erhalt der Grube Messel, aber wahrscheinlich noch viel mehr. Also was sie, die ja wohl keine Naturwissenschaftlerin war, aber war sie zum Beispiel mit dafür verantwortlich, Ihnen die Augen für die Kunst zu öffnen? Ja, ganz sicher. Also meine Eltern waren einfach ein sehr auch emanzipiertes Paar und meine Mutter war sehr aktiv, hat immer gearbeitet und hat trotzdem gleichzeitig auch für eine Erdung gesorgt sozusagen, weil mein Vater natürlich sehr viel unterwegs war. Und in dem Sinne hat sie ihm schon auch den Rücken sehr frei gehalten. Mein Bruder und ich sind da sehr frei und offen auch erzogen worden und meine Mutter hatte natürlich auch Anteil, also wenn sie das nicht mitgetragen hätte, wäre das sicherlich auch irgendwie anstrengender gewesen. Sie hatte aber immer da auch ihre eigene Haltung, ihr eigenes Leben und das war, glaube ich, eine ganz gute Arbeitsteilung sozusagen der beiden. Und ein gutes Vorbild für Sie. Das auch, ja. Ja, war es denn jetzt sozusagen mal nach diesen Jahren in so vielen Ausstellungshallen und Kunstmuseen und Stiftungen mal genug für Sie mit dem Bereich der modernen Kunst? Oder wird es auch eine große Rolle, diese Geschichte von Ihnen spielen bei der Neukonzeption des Senckenberg-Museums? Also Orientierung, berufliche Orientierung, die ich habe, die ist schon auch sehr
wie soll ich sagen, es ist nicht von ungefähr, dass die Wahl auf mich gefallen ist. Es hat weniger damit zu tun, dass es diese Vorprägung gibt über meinen Vater, die Bekanntschaft mit der Institution, sondern hat vielmehr eigentlich damit zu tun, dass die Betrachtung von Natur natürlich nicht losgelöst sein kann von der Frage nach der Kultur. Und das sind einfach Ansätze, die man vielleicht heute mit dem Begriff systemisch bezeichnen würde. Also eine Idee einer miteinander verbundenen geo-bio-kulturellen Welt sozusagen. Und in diesem Sinne bin ich einfach vielleicht sowas wie ein Missing Link, auch in dem Team von Senckenberg, die eben diese Aspekte des künstlerischen Denkens und Arbeitens, der Kulturwissenschaft mit in diese gesamte Arbeit hineinträgt. Und als jemand, der eben so ausdrücklich auch museologisch vorgebildet ist, bringe ich natürlich vieles mit, was einfach zu einem professionellen Management eines Museums dazugehört. Da ist es nachher zunächst gar nicht mal so entscheidend, welches Fachgebiet repräsentiert wird. Es geht einfach auch um die Frage, wie eine solche Institution organisiert wird. Da bringe ich viel Erfahrung mit und viel Wissen. Und in dieser Kombination, glaube ich, auch mit den Kuratoren des Museums, die ja alle wiederum beispielsweise Biologen sind oder Geologen sind, ist das, glaube ich, eine sehr, sehr interessante und auch sehr zeitgemäße Kombination von Wissen und von Wissensgebieten und auch Wissenskulturen, die da jetzt aufeinander treffen und miteinander das Senckenberg-Museum eben weiterentwickeln. Ja, also die Frage, die ich stellen wollte, wie die Kolleginnen jetzt im Senckenberg auf die Kunsthistorikerin reagiert haben, haben sie quasi schon beantwortet. Aber ich würde die Frage davor gerne noch stellen, wie denn die Reaktion in ihrem Umfeld der Kunsthistorikerinnen oder Museumsdirektorinnen oder so gewesen ist, als sie sagten, ich gehe ins Senckenberg-Museum. Ja, das war eigentlich sehr schön. Also ich habe von sehr vielen Richtungen ganz positive Reaktionen bekommen. Es gab natürlich auch Leute, die erstaunt waren. Irgendwo stand Frau Franzen Wechsel zu den Dinosauriern oder so ähnlich. Aber ich glaube, dass es einfach letztlich auch in der Luft liegt. Also wenn Sie zum Beispiel gucken, dass im ZKM im Moment eine Ausstellung über Ökologien ist oder das Kunsthaus Zürich sich jetzt mit der Erde befasst, dann ist diese Frage dieses Miteinanderdenkens verschiedener Fachgebiete transdisziplinär, wirklich auch im wahrsten Sinne des Wortes zu sein, die ist einfach eine, die höchst aktuell ist und die unser heutiges Leben, unsere heutige Kultur, unsere Kulturrennen, unsere Gesellschaften einfach interessieren, prägen möglicherweise auch. Und da sozusagen einfach auch gemischter zu sein in den Fächern, in den Herangehensweisen, Zugangswegen, das ist eine große Stärke. Und das gibt es noch nicht ganz so häufig, aber wird es sicherlich auch in Zukunft vermehrt geben, da bin ich ganz sicher. Ja, schön. Die Frau Dr. Hansert hatte es ja schon angesprochen. Ich wollte noch mal das vielleicht auch von Ihnen hören, weil der Professor Dr. Clement Tockner ist der Generaldirektor der Senckenberg Gesellschaft für Naturforschung. Und er hat sinngemäß einmal gesagt, dass die Senckenbergische Naturforschungsgesellschaft schon in der Champions League spielt und er gerne möchte, dass das Museum sozusagen das auch bald erreicht. Das Erste würde ich gerne noch mal, wie Sie diese Rolle oder die auch Situation, die das Senckenberg-Museum hat in dieser Naturforschungsgesellschaft, weil ich glaube, in Frankfurt ist das oft synonym. Wenn man sagt, ich gehe ins Senckenberg, dann ist immer das Museum gemeint und viele gar nicht wissen, Sie hatten es ja angedeutet, was die Senckenbergische Naturforschungsgesellschaft weltweit eigentlich für eine Bedeutung hat. Und ja, also vielleicht ähnlich wie die Partnermuseen in der Irene und Peter Ludwig Stiftung, also dass da einfach viele Vernetzungen und Themen sind. Und natürlich, wie gesagt,
wie er sie unterstützt, dass das Museum die Champions League erreicht oder heute Abend oder am Wochenende, wann auch immer, Europameister wird oder so. Ja, das sind natürlich ganz viele Fragen. Also erstens ist Senckenberg wirklich eine große Forschungseinrichtung. Bei Senckenberg, man kann es in Zahlen auch einfach ganz simpel erklären, bei Senckenberg arbeiten 800 Menschen, 300 Forscherinnen und Forscher. Das Museum hat ungefähr 80 Mitarbeiter. Daran können Sie sehen, wie die Relation so in etwa ist. Zu Senckenberg gehören aber auch noch zwei weitere Museen, denn Senckenberg ist in den letzten Jahrzehnten sehr gewachsen. Senckenberg ist eine föderale Einrichtung mittlerweile, die ihr Mutterhaus sozusagen in Frankfurt hat. Mittlerweile gibt es 7 große Senckenberg-Institute, die verteilt sind über die ganze Republik. Und die beiden anderen Senckenberg-Museen sind in Dresden und in Görlitz. Und natürlich ist das Frankfurter Naturmuseum sozusagen innerhalb der Senckenberg-Naturforschenden Gesellschaft das älteste Museum. Es ist vor 200 Jahren gegründet worden. Die Naturforschende Gesellschaft ist noch ein bisschen älter. Die ist 1817 gegründet worden, hat also 2017 ihren 200. Geburtstag gefeiert. Senckenberg war Frankfurter, die Familie stammte von hier. Er hat mit seinen Stiftungen quasi posthum dafür gesorgt, dass es diese Einrichtung überhaupt gibt und sie bis heute existiert. Und die Forschungen bei Senckenberg sind von Anfang an sehr international orientiert gewesen, mit wichtigen Forschungsreisenden, die überall auf der Welt unterwegs gewesen sind. Und so ist auch das Museum ausgerichtet gewesen. 1907 gibt es dann den Neubau. Also ursprünglich ist das Museum ja zusammen mit der Naturforschenden Gesellschaft ja am Eschenheimer Tor angesiedelt gewesen. Da, wo früher das Rundschauhaus war, muss man sich das so ungefähr vorstellen. Und dann gab es eben 1907 den Neubau in Bockenheim im Westend. Wie alle sich vorstellen können, die sozusagen schon mal über Museen nachgedacht haben, sind solche Museumseinrichtungen natürlich immer auch quasi wachsende Einrichtungen. Und das hat eben mit den Sammlungen zu tun. Und bei Senckenberg gab es ab eben 1821 immer diese Zweiteilung von auf der einen Seite Forschung, Sammlung und auf der anderen Seite Museum und Ausstellung. Und auch schon ganz, ganz früh eben die Hinwendung zur Öffentlichkeit, also nicht nur die Mitglieder der Senckenbergischen Naturforschenden Gesellschaft hatten Zugang zu dem Museum, sondern schon kurz nach der Eröffnung gab es Zusammenarbeit mit Schulen in Frankfurt und es wurden Schüler ins Museum eingeladen, um dort eben mit Naturforschung bekannt zu sein und diese bekannt zu werden. Und diese Zweiheit existiert eigentlich bis heute. Irgendwann später hat man dann mal so eine Trennung gemacht zwischen Forschungssammlungen und Schausammlungen. Heute wächst das, glaube ich, wieder stärker zusammen, weil die ganze Institution eines der 8 Leibniz-Forschungsmuseen ist. Also das Forschungsinstitut plus dem Museum ist ein Forschungsmuseum. Da sieht man, dass dieser Bezeichnung sozusagen in beide Richtungen auch ausdehnbar ist in gewisser Weise. Und das zeigt, dieser Begriff Forschungsmuseum zeigt natürlich schon, was unsere Mission im Grunde genommen ist, eben internationale Forschung auf höchstem Niveau im Museum zu reflektieren, zu präsentieren, als demokratische Plattform auch zu fungieren, um eben Diskussionen über die Forschung, die Fragen unseres Umgangs mit Natur zu ermöglichen und die ästhetisch aufzubereiten, sodass sie für eine breite Öffentlichkeit zugänglich werden. Wie sehen Sie denn die Stellung des Senckenberg-Museums sozusagen im Vergleich mit den anderen großen Naturkundemuseen? Also wir haben ja in Berlin, Paris, London, es gibt wahrscheinlich noch etliche mehr. Also wo sozusagen gibt es da
schon jetzt viele Kooperationen oder sind die ganz anders aufgestellt oder ist man da sozusagen sowieso schon der Leuchtturm, weil man diese große Forschungsinstitution im Hintergrund hat? Also ein bisschen was von allem. Okay. Es ist schon so, dass Senckenberg natürlich in dieser Liga spielt und mit den Forschungen, aber auch das Museum ist eben eins der größten in Europa seiner Art. Und die Sammlungen wiederum, die ja in erster Linie auch Forschungssammlungen sind, nicht alles davon ist im Museum, umfassen 40 Millionen Objekte in etwa. Etwa 10.000 Objekte zeigen wir im Museum. Das ist aber praktisch bei allen der großen naturforschenden Museen so. Teilweise sind die im Namen einfach anders aufgestellt, weil sie von Anfang an sozusagen das Museumssein in den Vordergrund gestellt haben. Bei Senckenberg war es immer beides. Also es war immer das Museum und das Forschungsinstitut oder das Forschungsinstitut und das Museum. Aber auch im Natural History Museum in London wird natürlich massiv geforscht und intensiv geforscht, auch mit vielen, vielen Mitarbeitern. Genauso in Paris, genauso auch in Berlin. Insofern ist das sozusagen die Vergleichsebene, auf der wir uns bewegen. Auch die Berliner bauen jetzt groß um. Die bauen im Museum um, aber die bauen auch ihre Forschungsbereiche und Räume um und neu. Das ist jetzt hier in Frankfurt schon passiert mit der Übernahme der Gebäude der Goethe-Universität, also dem Jügelhaus. Sie kennen das ja wahrscheinlich alle. Durch eben Senckenberg mit der Eröffnung dieser neuen Räumlichkeiten 2017. Und bei uns geht es jetzt im nächsten Schritt eben darum, das Museum weiter zu entwickeln und weiter aufzubauen und auszubauen. Das ist das, was Clement Tognner meint, wenn er von Museum von Weltformat spricht. Eine Verdopplung der Ausstellungsfläche in der Zukunft auf ungefähr 14.000 Quadratmeter, eine Renovierung, Herrichtung des Altbestandes, des Altbaus und eben auch ein Anbau, Neubau auf dem Gelände des Museums und des Forschungsinstitutes. Ja, da würde ich die Frage gerne gleich dran anschließen. Diesen riesen Neubau, den Sie da jetzt sozusagen auch noch mit auf dem Schreibtisch haben, ist das eigentlich Fluch oder Segen oder wahrscheinlich auch von beidem ein bisschen, weil das natürlich ganz viel Kraft auch absorbiert, ne? Ja, klar, war aber auch einer der Gründe, warum mich die Stelle so besonders interessiert hat. Denn das ist natürlich eine tolle Möglichkeit, mitzuwirken am Umbau, Neubau so einer Institution und so eines bedeutenden Museums und Hauses. Und das ist eine Sache, die uns natürlich die nächsten 10-12 Jahre beschäftigen wird. Und das ist was, wo wir jetzt beginnen sozusagen zu planen, wie wir den Prozess überhaupt gestalten werden. Wir sind da noch ziemlich am Anfang natürlich und werden erstmal in eine Ideenfindungsphase jetzt hineingehen, wo wir eben auch nochmal auf den Prüfstand stellen wollen. Und ich spreche da ganz bewusst von wir, weil das natürlich immer eine Teamarbeit ist, sowas zu konzipieren, auf den Prüfstand stellen wollen, wie ein neues Museum, wie ein Museum der Zukunft, ein Museum von morgen eigentlich aussehen sollte. Spezifisch natürlich ein Naturmuseum, welche Funktionen es hat, wie es auf gesellschaftliche Zusammenhänge reagiert, welche Räume es bieten muss, in welchen Zeitzyklen man Veränderungen vornehmen sollte, welche Themen adressiert werden und vor allen Dingen auch, wie wir sie adressieren wollen, weil da haben wir schon natürlich den Anspruch, und auch das ist was mit dem Weltformatsbegriff zu tun hat, das wirklich auch anders zu machen, neu zu machen, als andere es tun. Und auch da wiederum spielt diese Forschungsbasiertheit eine ganz, ganz große Rolle, weil durch dieses in der Forschung verankert sein mit der musealen Arbeit haben wir natürlich ein Alleinstellungsmerkmal bezogen auf die Erkenntnisse, die die Forschung liefert und erarbeitet. Wenn Sie zum Beispiel den Bereich Evolution des Menschen nehmen, der so ganz wirklich wichtig und relevant ist, dann gibt es eben bei Senckenberg dazu ganz eigene Forschungsbereiche, die über die Rolle der Kultur in der frühen Entwicklung des Menschen zum Beispiel nachdenken. Da gibt es ein eigenes Forschungsprojekt dazu.
Es gibt unheimlich interessante Forschungen im Bereich des Übergangs oder der Treffpunkte, sage ich jetzt mal, zwischen Homo sapiens und Neandertaler. Also da sind wir so in der Zeit um 50.000 vor unserer Zeit. Da gibt es ältere Forschungen, die von so prägenden Persönlichkeiten wie von Königswald angestoßen worden sind. Es gibt jüngere Forschung wie die von Friedemann Schrenk in Malawi. Also da hat Senckenberg unglaublich viel zu bieten, allein in diesem Feld, wenn ich das jetzt nur so herausgreife. Und da geht es uns jetzt im Museum dann sehr stark darum, wie wir diese sehr konkreten, sehr spezifischen, auch sehr komplexen, für die Öffentlichkeit gar nicht immer gleich so verständlichen Forschungen eben zu einer besonderen Ausstellung zur Evolutionsgeschichte des Menschen machen können. Und die wird natürlich in Frankfurt anders aussehen als in Berlin, weil wir eben hier diese spezifische Forschung haben. Ja, dazu fällt mir ein, dass zum Beispiel, ja, gerade wenn Sie sagen, wie vermitteln wir das, was da an Forschung im Moment auf dem Stand der Dinge ist, ist ja oft das Problem, dass eben naturwissenschaftliche Forschung sich eben immer entwickelt. Und wir haben das jetzt in der Corona-Pandemie-Zeiten öfters erlebt, dass jede Woche eine andere Erkenntnis mitgeteilt wird und dass das sehr verunsichernd für Leute ist und die immer sagen, was machen die da eigentlich? Ich denke, das sind Naturwissenschaftler, das sind studierte Leute, die müssen das doch wissen, die können doch nicht einfach sagen. Und ich glaube, das ist eine große Aufgabe, dass man sagt, immer nach heutigem Stand und wir vermuten und es könnte so gewesen sein, weil die ja, also gerade beim Menschen irgendwie aus einem Zahn oder mal einem einzelnen Knochen Rückschlüsse ziehen. Ne? Und wie, oder haben Sie überhaupt schon eine Idee, wie man die Besucher und die Interessierten dazu bringt, sozusagen so an Forschung und Entwicklung ranzugehen? Ich meine, um nochmal den Bezug vielleicht zur Kunst herzustellen, es gibt ja auch immer viele Leute, die in einem Museum stehen und sagen vor einem Bild, was soll das denn bitte? Ne? Und ich glaube, da ja, diese Vermittlungsproblematik ist da auf beiden. Ja, die ist natürlich unglaublich komplex und stellt sich auch immer wieder neu. Also je nach Thema, je nach Ausstellungsgegenstand sozusagen, kann man da selten eine pauschale Antwort drauf geben. Aber ich glaube, es gibt trotzdem so ein paar Parameter, die einfach dann auch immer wieder vergleichbar und ähnlich sind. Ein Parameter zum Beispiel ist, dass es wichtig ist, nicht alleine Antworten zu liefern, sondern eben Fragen zu stellen. Ein anderes Parameter, was ich immer wichtig finde, ist, auch in der Jetztzeit abzuholen. Also um es ein bisschen plakativ zu machen, die Gegenüberstellung eines Steinwerkzeugs und eines Handys ist durchaus sehr augenfällig und kann interessant sein, um sozusagen auf eine Reflexionsebene zu kommen, die dann davon handelt, welche Bedeutung eben Werkzeuge für die kulturelle, aber auch die intellektuelle Entwicklung des Menschen, aber auch der Erde sozusagen haben. Man kann genauso gut aber natürlich, oder man muss unbedingt auch in unserem Zusammenhang nicht nur über die menschliche Kultur, wenn man über menschliche Evolution spricht, nachdenken, sondern auch über die Kultur der Tiere, also über die Frage der Übergänge von den Menschenaffen zum Menschen. Und da gibt es einfach bestimmte, wie soll ich sagen, Ansätze, die sich auch aus der gemeinschaftlichen Arbeit an so einem Ausstellungsprojekt natürlich dann ergeben, die mit einer Aktualisierung der oder mit einer Vergegenwärtigung, das ist vielleicht ein ganz guter Begriff, also ein in die Gegenwart holen von Forschungsansätzen eben auch zu tun hat. Meine nächste Frage betrifft sozusagen wieder Naturkundemuseen wie auch Kunstmuseen weltweit. Ist ja die Debatte über ausgestellte Objekte, wo kommen sie her, also angefangen von Raubkunst, Kolonialkunst und so weiter. Gibt es dazu sozusagen auch einen
Projekt oder eine Arbeitsstelle im Senckenberg, die guckt, woher, also ich meine, oder ist das bei Forschungsprojekten anders? Nein, das ist nicht anders. Das ist natürlich eine ganz zentrale Frage, die wir auch stellen. Die sich sozusagen stellt, die hochaktuell ist. Es gibt auf der einen Seite natürlich auch quasi Rahmenrichtlinien, die sowas wie die ICOM aufstellt, der International Council of Museums, an denen wir uns natürlich auch orientieren. Aber es ist immer auch eine ganz spezifische Fragestellung bezogen auf die jeweilige Sammlung, bezogen auf das jeweilige Museum, bezogen auf die Geschichte der Institution. Und mir war es deswegen sehr, sehr wichtig, dass das Archiv der Gesellschaft, der Senckenbergischen Gesellschaft für Naturforschung eben auch sozusagen dem Museum zugeordnet wird. Und das ist jetzt mit meinem Neuanfang passiert. Das ist zwar formal und was die Archivarbeit angeht, glücklicherweise im Institut für Stadtgeschichte, wo auch die Profis sitzen, die eben mit Archiven wirklich umgehen können, konservatorisch damit umgehen können. Aber inhaltlich ist es sozusagen dem Museum neuerdings zugeordnet. Und das finde ich eine genau richtige und wichtige Zuordnung, die mir auch sehr wichtig war bei meinem Neubeginn hier, weil wir uns dieser Thematik einfach stellen müssen. Und das sind auch sehr, sehr interessante Ausstellungszusammenhänge, die sich dadurch ergeben. Man kann das bei einer Sammlung von 40 Millionen Objekten natürlich zunächst mal einfach, man muss einfach anfangen an irgendeiner Stelle. Ja, man wird es exemplarisch zunächst mal machen müssen. Man kann nicht sofort mit allem beginnen. Es ist auch nicht so, dass alles sozusagen in einem quasi belasteten Kontext oder so zu sehen ist. Das kann man überhaupt nicht behaupten. Das heißt, man muss sehr, sehr spezifisch gucken, von wem wurde wann was gesammelt, wie sind die jeweiligen Kontexte. Und das aufzuarbeiten ist eine Arbeit für viele Menschen, sicherlich auch eine, die über mehrere Jahrzehnte hinweg stattfinden muss. Eine besondere Persönlichkeit, die da sehr, sehr interessant sein wird in dem Zusammenhang, ist Eduard Rüppel, ein Frankfurter Sammler, dessen Sammlungen auch im Historischen Museum sind, auch im Museum der Weltkulturen sind und eben auch bei uns, der sehr viel in Äthiopien und im heutigen Eritrea gearbeitet hat, aber auch im Osmanischen Reich unterwegs war und in Ägypten, der also auch innerafrikanische Kolonialismen sozusagen miterlebt hat und sich zum Beispiel diesen Sammlungen mal exemplarisch zu widmen, wäre ein sehr, sehr guter Anfang. Und das natürlich auch unter Beteiligung von afrikanischen Kolleginnen und Kollegen zu machen, ist, glaube ich, einfach State of the Art. Das ist was, was wir gerne machen wollen, wo wir jetzt überlegen, wie wir da auch institutionenübergreifend möglicherweise arbeiten können und das wäre einfach ein sehr, sehr spannendes und interessantes Ausstellungsprojekt auch. Ja, ich möchte trotzdem, oder was heißt trotzdem, ergänzend nochmal auf die Verknüpfung von dem Kunstmuseum und dem Naturmuseum zurückkommen, weil wir erleben ja sozusagen wie eine Art Renaissance der Beschäftigung junger Künstler mit Naturphänomenen, Naturwahrnehmung. Das hat sicher was mit der allseits beschriebenen Zerstörung unserer natürlichen Umwelt zu tun. Und dadurch gibt es bei denen natürlich auch viele Ansätze, sich mit entweder Forschung zu beschäftigen oder einfach auch ästhetischen Umsetzungen von solchen Dingen. Also und die Beschäftigung von Künstlern mit Natur reicht ja ewig weit zurück, wenn wir an die Felsenmalereien von Lescaut denken oder so. Es war immer Thema bei Künstlern und in Frankfurt und Umgebung haben wir ja da auch viele Institutionen, die dieses Thema mit aufgreifen. Also wir haben das Sinclair-Haus in Bad Homburg, was das Thema Natur auf seinem Fahnen hat sozusagen. Wir haben gerade die aktuelle Ausstellung im Frankfurter Kunstverein mit sehr jungen Künstlern, die sich dort auch mit dem
Thema Naturbeschäftigung. Bei Heike Strelo stellen gerade 14 Künstler jeweils ein Werk aus, sehr verschiedene Sachen, also wo man auch diese Breite von Themen sieht, die man zeigen kann. Oder das Landesmuseum Wiesbaden ist gleich parallel als Naturmuseum und Kunstmuseum gegründet worden. Die sind natürlich nebeneinander, aber eben sehr eng. Man hat dort immer beides. Wird eine Kooperation entweder mit diesen Institutionen oder so eine eigene Vorstellung von Künstlern einzuladen, Ausstellungen im zukünftigen IM-Senckenberg-Museum mit einzubinden? Also das ist natürlich schon eine Idee, die im Raum steht, die eigentlich auch nicht vermeidbar ist, wenn man jetzt aus meiner Position argumentiert. Wäre auch sicherlich Falsches zu vermeiden. Ich bin da auch ganz offen für Kooperationen. Das ist für mich einfach auch sehr schön, jetzt wieder hier zu sein in Frankfurt, weil ja die Museumslandschaft und die Ausstellungsräume, Landschaft so vielfältig und so interessant ist und ich natürlich viele der Kolleginnen und Kollegen auch schon ganz gut kenne und da einfach ein Anknüpfen sehr leicht möglich ist. Ich hatte ja vorhin schon gesagt, dass das künstlerische Wissen für uns auch bei Senckenberg eine Rolle spielt und insofern wird es sicherlich so sein, dass auch die eine Künstlerin, der eine Künstler in Zukunft in den Ausstellungen eine Rolle spielen kann. Die Möglichkeiten sind da sehr breit. Also ich denke da nicht nur einfach an ein Gegenüberstellen von Natur und Kunst, sondern auch ein Einbeziehen wirklich vielleicht im gestalterischen Sinne. Das wird sich entwickeln. Ich bin jetzt knapp ein halbes Jahr sozusagen hier. Es ist alles noch ziemlich frisch. Ich will die Institution auch erstmal begreifen lernen und ausloten, welche Möglichkeiten da sind. Und daraus wird sich aber sicherlich was Spannendes ergeben. Da bin ich ganz zuversichtlich. Nach dem, was Sie heute erzählt haben, sind hier, glaube ich, im Saal alle und wahrscheinlich auch alle draußen zuversichtlich. Aber jetzt möchte ich doch gerne noch so ein paar sozusagen konkrete Dinge, die Sie schon sozusagen angeleiert haben oder die sozusagen fertig auf dem Schreibtisch liegen, was jetzt im Senckenberg passieren soll, wo man auch sozusagen merkt, jetzt ist Frau Franzen da und es gibt eine neue Direktorin im Senckenberg-Museum und was sind so ein paar Herzensanliegen? Ja, das ist natürlich, ich habe es vorhin schon kurz erwähnt, dieser 200-jährige Geburtstag ist natürlich ein ganz schöner Auftakt. Also jetzt sozusagen gleich zu Beginn in dem Jahr, wo die Institution 200 Jahre alt wird, ist irgendwie interessant. Wir haben deswegen angefangen gleich mit einer Art Kampagne im Museum for Tomorrow. Sie haben das vielleicht auch schon gesehen. In der Stadt sind Plakatsäulen zu sehen. Im Internet gibt es entsprechend auch in den sozialen Medien Hinweise auf das Projekt. Wir haben 20 ikonische Objekte sozusagen ausgewählt aus der Sammlung, die im Moment auch in der Ausstellung sind. Und erzählen deren Geschichte und erzählen anhand der Geschichte dieser Objekte eben auch die Geschichte der Institutionen. Und es gibt bei Senckenberg im Museum selber dann auch noch eine Station, die zum Mitmachen auffordert. Wir wollen natürlich gerne wissen, wie Sie dieses Museum sehen, wie Sie das Museum von morgen auch definieren wollen, was Sie gut finden, was Sie sich erwarten, was Sie gerne ändern würden. Das ist eine gute Gelegenheit, das sozusagen jetzt gleich mal abzufragen, auch zu Beginn und am Start so eines Prozesses, einer Neudefinition der Institution, des Hauses. Das Programm des Jahres entwickelt sich dann ziemlich dynamisch weiter, schon länger in der Planung, aber jetzt eröffnet wird die Ausstellung Korallenriffe. Das ist eine neue Dauerausstellung. Das geht Mitte Juli los, da lade ich Sie alle ganz herzlich ein. Ab dem 16. Juli ist die Ausstellung zu sehen und die zeigt, glaube ich, auch ganz gut, was wir meinen als Institution, wenn wir eben von dieser geobiokulturellen Zusammenhang sprechen. Da kann man nicht nur eintauchen in eine Riffrekonstruktion, an der jetzt die letzten 3 Jahre gearbeitet wurde, sondern man wird auch bekannt mit Bewohnern des pazifischen Raumes, die eben mit den
Riffen leben und arbeiten. Da wird eine Fischerin interviewt, da stellt sich ein Forscher aus der Gegend sozusagen vor. Und man kann quasi in mehrfacher Hinsicht eintauchen in diese Lebenswelt, in diesen Lebensraum der Korallenriffe. Und das zeigt, glaube ich, schon ganz gut, wie wichtig auch so eine sozialökologische Herangehensweise in unserer Programmatik ist. Also unsere Natur ist einfach nicht ohne den Menschen zu denken und ist natürlich auch in gewisser Weise, so wie wir sie sehen, so wie wir sie im Museum präsentieren, auch eine menschliche Konstruktion. Also das Anthropozän steht bei uns sozusagen mitten auf der Matte, wenn man bei uns das Haus betritt. Und diese Fragestellungen sozusagen in den Mittelpunkt zu rücken, sind sehr, sehr wichtig. Und damit fangen wir jetzt in diesem Jahr sehr aktiv an. Es gibt dann im Herbst noch eine neue Einrichtung, die nennt sich AHA, Forschungswerkstatt. Das ist ein großer Raum, wo man in Zukunft auch selber wird Hand anlegen können, wo man wirklich so eine Art Forschungslabor auch nicht nur vor Augen hat, sondern eingeladen ist, auch dort mitzutun. Entweder in Gruppen, aber eben auch als Individualbesucher. Wir öffnen dafür einen Raum komplett, bauen den jetzt im Moment gerade um. Und es gibt einen zweiten Raum, der auch im Herbst fertig werden soll. Das ist der sogenannte Freiraum. Das ist ein Bereich, der so ein Zwischenraum war, durch den man eigentlich mehr oder weniger, ohne genau zu erinnern, wo man eigentlich durch und dran vorbeigegangen ist, hindurchgeschwebt ist als Besucher und der jetzt einfach geöffnet wird und sich verändert. Wir haben den komplett leergeräumt, renovieren den jetzt, haben seit kurzem einen Jugendbeirat bei uns, der uns wirklich auch berät, welche Fragestellungen die Jugendlichen interessieren, wie die ein neues Museum sehen. Und das ist zum Beispiel ein Raum, in dem der Jugendbeirat auch aktiv werden kann mit kleineren Ausstellungsprojekten. Und wenn er nicht bespielt wird, dann ist es einfach auch ein Raum, in dem man sich aufhalten kann. Denn die Besucherinnen und Besucher benötigen ja auch Räume der Reflexion. Und in Zukunft wird das Museum sicherlich ein Ort sein, der irgendwie etwas flexibler ist, als er bisher gewesen ist. Also die Museen vor 20, 30 Jahren sind sehr stark als Museen, als eine Kette von Dauerausstellungen geplant worden, die naturwissenschaftlichen Museen, mit kleineren Flächen für Sonderausstellungen. Senckenberg hatte da immer relativ wenig Fläche eigentlich nur. Und das ist aber was eigentlich nicht mehr so wirklich aktuell ist. Das ist sozusagen ein zementiertes Museum, was einfach nicht unseren heutigen Entwicklungen entspricht. Und da sind solche Bereiche wie dieser Freiraum oder auch die Forschungswerkstatt sehr wichtig, um einfach Orte zu schaffen, in denen man sich auch mal austauschen kann, in denen man ins Gespräch kommt, in denen man einfach auch mal zur Ruhe kommt, sich vielleicht vertiefen kann in Literatur oder auch einfach mal aus dem Fenster schauen kann, um das sozusagen auch nochmal wirklich nachwirken lassen zu können, was man sieht. Und da sozusagen eine Mischung zu erzeugen von solchen Räumen, die in die man eintauchen kann, in denen man viel Informationen sammeln kann und anderen Räumen, die eher wieder reflexiv sind. Ich glaube, das ist eine ganz interessante Mischung und wird so ein roter Faden sein, auch für die Zukunft der Institutionen. Ja, jetzt habe ich noch eine Frage dazu, wie sich Ihre Literaturliste verändert hat, seit Sie Direktorin des Senckenberg-Museums sind. Ja, die hat sich natürlich auch verändert, klar. Wobei letztlich der Buchmarkt es mir da auch sehr leicht macht, weil solche wunderbaren Reihen wie die Naturkunden zum Beispiel liefern ja einfach auch schon fantastische naturwissenschaftliche Themen auf eine sehr gute Art und Weise präsentiert. Philosophen, die sich mit Naturthemen auseinandersetzen, wie Bruno Latour oder so, die interessieren mich natürlich jetzt noch mal mehr. Und deren Ideen einzubeziehen in unsere Ausstellungskonzepte, das ist natürlich schon auch eine Herausforderung und eine wichtige Herangehensweise. Ja. Sehr schön. So, jetzt frage ich dann, wenn Sie irgendwann dann auch mal nicht im Museum sind, wo sind Sie dann gerne in Frankfurt?
Gute Frage. Also ich bin natürlich einfach generell gerne in Frankfurt. es gibt so viele Orte, die ich mag. Also da vom Main, der Gerbermühle über die Appleboy-Kneipen. Also ich kann gar nicht eine nennen alleine. Ich bin vorhin, bevor ich kam, hier auch erstmal ein bisschen flaniert, war kurz in der Nikolaikirche. Also es gibt viele tolle Orte hier in Frankfurt. Also eine glückliche Rückkehrerin. Ja, ja, ich würde jetzt gerne den Reigen eröffnen, falls es Fragen aus dem Publikum noch an Frau Franzen gibt und später dann auch in die Chats. Mein Name ist Elke Vogt und ich wohne nebenan vom Senckenberg-Museum. Und deswegen ist es natürlich einer von den schönen Orten in Frankfurt, wo man gern hingeht. Wenn Sie jetzt viele neue Dinge machen, frage ich, ob Sie eine wunderbare Einrichtung behalten, nämlich den Termin am Mittwoch um 18 Uhr. Da haben immer Mitarbeiter aus den verschiedenen Abteilungen ihre Arbeit vorgestellt. Und das ist so spannend und so vielfältig. Wenn das bitte bleiben würde, oder das ist meine Frage, ob das bleibt. Ja, also das nehme ich natürlich gerne auf. Das ist ein sehr wichtiger Termin, den ich auch schon kennengelernt habe, trotz Corona. Das war für mich auch eine etwas merkwürdige Situation, natürlich an so ein Haus zu kommen, in so einer Zeit, in der wir jetzt gerade uns alle wiederfinden, wo ich eben das noch gar nicht alles erfahren habe, sondern nur davon gehört habe, aber auch weiß, dass es da eine Fangemeinde gibt und da eine große Resonanz ist. Und insofern, klar, würde ich das sehr, sehr gerne beibehalten und auch natürlich noch ausbauen. Also die Frage, jetzt nicht nur dieses einen Termins, sondern überhaupt natürlich die Frage, wie man die Arbeit im Museum vermittelt, ist natürlich eine ganz zentrale und da haben wir sehr viel Neues auch entwickelt in den letzten Monaten im digitalen Raum, aber auch zum Beispiel Führungen übers Telefon, was sehr gut funktioniert und sehr interessant, eine gute Resonanz hatte, auf Interesse stößt. Also da freue ich mich immer sehr auch über solche Beiträge. Wie funktioniert das, eine Führung übers Telefon? Man meldet sich an, es wird ein bisschen vorbereitet, man bekommt Materialien zugeschickt und dann gibt es eine Art Telefonkonferenz und jemand führt sozusagen, ideell durchs Museum anhand der Materialien, die man vor sich liegen hat. Ich habe mal eine Frage zu Ihren konkreten Bauplänen und Umgestaltungsplänen. Sie sprachen davon 14.000 Quadratmeter. Soll das Museum haben, nur mal zum Vergleich, die Gartenhallen im Städel damals hatten 3.000 Quadratmeter. Ich weiß jetzt nicht, wie groß die Expansion aktuell ist, von wie viel auf 14.000, dass man das vorstellen kann. Ja, und auch, ja. Vielleicht darf ich es kurz sagen, ja, können Sie jetzt gesamt sagen, bis wann wird man eigentlich damit mit Bauzeit, Baufertigstellung und Neueinrichtung, Neukonzeption rechnen können und noch ergänzen. Man hat ja immer davon gelesen, dass die Hertie-Stiftung Ihnen ein begehbares Gehirn stiftet. Da wollte ich mal fragen, wie da der Stand der Umsetzung ist. Ja, also im Moment haben wir 6.000 Quadratmeter Ausstellungsfläche und das heißt, es ist mehr als eine Verdopplung dann in der Zukunft. Die Bauplanung sozusagen startet erstmal mit einer Ideenfindung und das wird uns sicherlich jetzt auch die nächsten 2-3 Jahre sehr intensiv beschäftigen. Wie soll denn das Konzept ganz konkret überhaupt aussehen? Welche Baumöglichkeiten gibt es? Das wird auch Teil einer Studie natürlich sein, überhaupt auszuloten, wo man wie bauen kann, bevor man dann wirklich loslegt und Baugruben aushebt und so weiter. Sehr wichtig ist mir dabei immer auch nochmal der Hinweis, dass es sowohl um eine Veränderung des Bestandsgebäudes als auch um einen Anbau geht. Also mit dem Bestandsgebäude, davon gehe ich im Moment aus, aber das ist wirklich bitte nur eine Momentaufnahme, wird sicherlich wahrscheinlich am Anfang stehen, weil wir da ja auch schon durch die Veränderung der Dauerausstellungen sozusagen loslegen mit einzelnen Erneuerungen und das sukzessive weitermachen werden. Und das führt mich dann auch zu zum letzten Teil der Frage. Die Ausstellung zum Gehirn, an der arbeiten wir jetzt im Moment ganz intensiv.
Die wird Teil der Ausstellung zum Menschen auch sein. Das ist der erste Teil, der eröffnet wird sozusagen. Und ich gehe im Moment davon aus, dass es im ersten Quartal 2023 der Fall sein wird. Wir haben einen Raum jetzt auch dafür vorgesehen und hatten gerade gestern auch eine intensive Besprechung mit der Hertie-Stiftung zusammen, wie wir das Ganze umsetzen wollen. Es gibt ein weiteres Projekt, was auch schon sozusagen in der Pipeline war, bevor ich kam, was aber jetzt an Fahrt gewinnt. Das ist eine Ausstellung zum Bereich Natur und Medizin. Das sind die beiden, die, sagen wir mal, bis 2022, 2023 realisiert werden. Und ich gehe im Moment, was jetzt so diesen Prozess angeht, gehen wir im Moment davon aus, dass wir sozusagen bis 2023 mehrere Räume neu machen, dann 2025 so ein nächster Schritt sein wird mit der Ausstellung zum Menschen. Und das ist im Moment so der Planungshorizont für tatsächlich Ausstellungsprojekte im Museum. Entschuldigung, viel mehr kann ich jetzt im Moment einfach noch nicht sagen, weil dieser Prozess der Planung sich natürlich erst noch entwickeln muss und auch die Überlegungen, wie man jetzt mit dem Bestandsbau umgeht, natürlich eine Auswirkung darauf haben, planerisch, was man wann umsetzen kann. Das ist also ein ziemlich komplexes Feld, was uns jetzt sehr beschäftigt. Ja, ich fand Ihre Schilderung sehr interessant, ganz toll. Sie hatten das Korallenriff erwähnt. Das ist, finde ich, ein Paradebeispiel dafür, was aus meiner Sicht zumindest das Senckenberg-Museum so spannend macht. Es ist ja eine Landschaft, die wir so selten sehen und von der wir nur hören, dass sie zerstört sein wird, wahrscheinlich in wenigen Jahren. Ich weiß nicht, ob das noch ein aufhaltsamer Prozess ist. Da scheint mir mit den wissenschaftlichen, aber auch fast künstlerischen Mitarbeitern, die Sie haben, haben Sie eine sehr wertvolle Ressource, die, finde ich, sehr künstlerisch auch zu bewerten ist. Also die Taxidermisten, also Präparatoren, die dort am Werk sind, die sehen das ja einerseits aus wissenschaftlicher Sicht, dazu werden sie angehalten, andererseits sind das aus meinen Augen auf jeden Fall sehr eigenständige und auch sehr talentierte Bildhauer und Künstler. Und gibt es da meine Frage, gibt es in dieser Richtung weitere Ideen, dass man sich vielleicht einmal einem glaziologischen Aspekt widmet, also den Eisbergen oder anderen Lebensräumen, die uns hier nicht sehr vertraut sind, von denen wir hören, dass sie verschwinden und die wissenschaftliche Komplexität gar nicht so absehen können. Wäre da das Korallenriff ein Auftakt in dieser Art oder ist es ein Zufall? Ich habe gehört, es war einfach auch, nicht einfach, aber es wurde gesponsert und kam somit wohlgefällig ins Haus. Ist man auf solche Dinge angewiesen oder auf solche Geschenke, sage ich mal, oder ist es ein Teil des Konzepts des Senckenberg-Museums, uns solche Dinge in einem musealen Kontext zu erhalten und erfahrbar zu machen? Ja, also natürlich gab es verschiedene Geldgeber dieses Projektes Korallenriff, aber das bedeutet natürlich nicht, dass ein fertiges Korallenriff-Konzept nachher von uns einfach nur noch realisiert wird, sondern die Ausstellung ist wirklich wissenschaftlich erarbeitet, basiert auch auf den Forschungen der Meeresforschung, die unter anderem bei Senckenberg gemacht wird. Und wie Sie schon ganz zu Recht sagten, die Präparatorinnen und Präparatoren, in dem Fall waren es ausschließlich Präparatorinnen, die das Riff erarbeitet haben, haben das in so einer Art Zwischenfunktion forschend und künstlerisch gemacht und umgesetzt und haben uns da jetzt eine Riff-Skulptur, möchte ich mal sagen, aufgebaut, die es wirklich möglich macht,
ganz nah heranzutreten, ganz aus der Nähe diesen Lebensraum zu betrachten, seine Schönheit zu sehen, aber auch seine Gefährdung, auch seine Zerstörung, aber natürlich auch Möglichkeiten seiner Erholung oder seiner Heilung kennenzulernen. Und das führt mich zu der weiteren Frage, die Sie gestellt haben. Diese Idee der Lebensräume ist natürlich eine, die wichtig ist für die Naturwissenschaft, als nicht nur als Idee, sondern als Darstellungsfläche sozusagen für Leben. Die Konzeption des Museums steht im Moment auf so vier inhaltlichen Bereichen. Das ist Erde, Mensch, Kosmos und Zukunft. Da ist für uns im Moment am interessantesten eigentlich, sind Lebensräume, die wir eben nicht so einfach erfahren können. Oder umgekehrt Lebensräume, die uns vielleicht so nah sind, dass wir sie gar nicht mehr sehen. Also auch eine Megacity kann in dem Zusammenhang eigentlich ein Lebensraum sein, der unheimlich interessant ist zu erforschen, biologisch bezogen auf Biodiversität, Klimawandel und andere Fragestellungen. Und das ist genau das, was wir jetzt, was ich meine, wenn ich sage, wir arbeiten an einem Konzept, weil es uns natürlich nicht darum gehen kann, lehrbuchartig sozusagen alle Lebensräume dieser Welt irgendwie zu adressieren und abzubilden, sondern dass wir schon ganz genau schauen wollen, welche Lebensräume sind denn wirklich in unserem spezifischen Zusammenhang von Belang. Und da spielt eben wieder die Forschung eine ganz besondere Rolle, die bei Senckenberg läuft. Und eben auch die Frage, welche Lebensräume sind schwieriger zu erfahren als andere. Und die schwierig zu erfahrenden, die interessieren uns sozusagen am meisten. Die am entferntesten sind von uns, die wir nicht einfach so leicht begreifen und kennen. Könnt ihr? Ja, danke. Mein Name ist Claudia Müller-Broska. Ich betreue heute Abend den Chat. Allerdings im Chat ist man noch ein bisschen verhalten. Daher hätte ich eine Frage an Sie als Kunsthistorikerin. Die Senckenberg-Stiftung hat ja diese wunderbare Porträtsammlung, die jetzt über viele Jahre im Bürgerhospital nicht gesehen wurde. Es gab mal eine Ausstellung um 2000. Es sind Ärzteporträts, die in den letzten paar hundert Jahren zusammenkamen, auch durch Spenden aus der Stadt. Also es sind wirklich auch interessante und wunderbare Sachen dabei. Planen Sie das irgendwo bei sich unterzubringen? Ist das überhaupt möglich in so einem Museum, das ja einen ganz anderen Schwerpunkt hat, aber es ist halt auch ein Bestandteil der ganzen großen Senckenberg-Blase, ne? Ja, das konkret kann ich dazu im Moment gar nicht sagen, außer dass es natürlich ein ganz interessantes Feld ist, ganz klar. Ich weiß im Moment noch nicht mal, ich bin da wirklich überfragt jetzt, ob das zur Senckenbergischen Stiftung gehört oder ob es zur Senckenbergischen Naturforschenden Gesellschaft gehört. Ja, das sind ja nochmal wieder zwei verschiedene sozusagen. Wir haben bei uns im Naturmuseum eben auch eine eigene Sammlung von Porträts. Der vorhin schon erwähnte Eduard Rüppel ist da zum Beispiel auch mit dabei. Und natürlich sind die Persönlichkeiten, die sozusagen diesen Senckenberg-Komplex, sage ich jetzt mal, geprägt haben, sind natürlich höchst spannend und höchst interessant. Und ich finde den Hinweis natürlich auch ganz gut, weil wir arbeiten ja über eine Ausstellung zum Thema Natur und Medizin. Also möglicherweise wäre da was interessanter für uns auch. Offensichtlich waren wir umfassend alle Fragen beantwortet. Wenn auch von außen keiner mehr Fragen hat, dann danke ich Ihnen für Ihr Kommen. Frau Dr. Handert, Sie sagen noch was? Gut. Frau Franzen, Sie sind ja quasi Frankfurterin, aber ich weiß nicht, wie gut Sie das Kuratorium Kulturelles Frankfurt und die Polytechnische kennen. Das Kuratorium hat eine Schwester, die auch Naturforschung betreibt, nämlich das Bieneninstitut. Dort wird nicht nur geforscht, sondern es wird auch Honig produziert. Und es ist üblich, dass wir unseren Gästen dann
mit einem kleinen Prozent Honig dann auch beglücken. Und bei Ihnen möchte ich es aber auch als Einladung verstanden wissen, vielleicht zwischen dem Senckenberg und Effenwald im Bieneninstitut und auch uns, KKF, weiterhin treu zu sein und weiterhin zu kooperieren. Ich darf Ihnen vielen herzlichen Dank sagen, dass Sie gekommen sind und uns Auskunft gegeben haben. Wir sind sehr gespannt, was passiert, und ich könnte mir vorstellen, dass Sie jetzt einen längeren Planungshorizont eröffnet haben, dass wir uns dann auch in einer ähnlichen Runde oder auch bei Ihnen im Haus wiedersehen. Würde mich freuen. Herzlichen Dank Ihnen beiden, auch Frau Wittstock, Sie wäre natürlich auch beglückt, das ist ganz klar. Vielen Dank. Ja, ganz herzlichen Dank. Danke sehr. Danke. Ja, ich danke Ihnen auch, Frau Franzen, dass Sie wirklich so umfänglich Auskunft gegeben haben. Das meine ich ganz positiv. Und ich hoffe, dass wir sehr viel noch hören werden. Ich bin zum Beispiel jetzt mit meinem Enkel wieder ganz regelmäßiger Gast. Und das ist schon toll, dass es das Haus gibt. Vielen Dank. Sie sind alle herzlich eingeladen.